Okay, hallo und willkommen zurück. Heute jetzt beim zweiten Teil von der SOP neurologische Untersuchung. Ich habe ganz vergessen zu sagen, wo das publiziert worden ist. Wir haben das veröffentlicht in der Notfallmedizin Up to Date, einer Zeitschrift vom Thieme Verlag, speziell für die prähospitale Notfallmedizin, also für Notärzte, Notfallsanitäter etc. Und da gibt es eben dieses Paper, einblenden tun wir das sowieso da. Oder so irgendwo darunter, wenn wir das jetzt einblenden. Im Teil 1 haben wir gerade besprochen, was so die wichtigsten Schritte sind oder vielleicht auch so die Fallstricke bei der neurologischen Untersuchung. Und im Teil 2 habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht spontan irgendwie ganz lustig, mal zu demonstrieren, wie das funktioniert. Also wie macht das jemand, der Neurologie kann, im Gegensatz zu mir, eine neurologische Untersuchung beim Patienten. Einfach so schnell runter und zwar nach dem Schema, das wir beim Teil 1 besprochen haben. Ja, Simon, du kannst ja vielleicht noch mal kurz was dazu erklären. Und ich bin jetzt der neurologische Patient und bin jetzt so leicht wie Glanz gemindert quasi. Ich spiele das nicht so ganz so vor. Ne? Es geht ja mehr um den Ablauf. Also vorausgesetzt, wie wir schon vorher besprochen haben, wir fangen an mit ABC. Erst dann geht es um den neurologischen Status. Während man untersucht, kann man sich darum kümmern, dass der Blutzucker gemacht wird, dass das auch läuft. Aber wenn wir jetzt quasi mit dem neurologischen Status starten, das Erste, was für mich natürlich wichtig ist, wie schaut sein Bewusstsein aus? Und ihr erhebt einen ganz normalen GCS, das ist TÜV, also Glasgow Coma Scale, ist nichts, was wahrscheinlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen was Neues ist, dazu werde ich nicht viel sagen. Zum GCS dazu, also den, wo der Martin jetzt natürlich einen GCS von 15 hat, das wissen wir schon vom diesjährigen Gespräch. 14 bis 15 ist natürlich für mich auch interessant, ist der Patient in irgendeiner Form orientiert. Das vor allem gibt er nicht so wenig Patienten und Patienten, die zum Beispiel tolerant sind oder aus anderen Gründen irgendeine Verwirrtheit zeigen, frage ich in der Regel nach dem Vornamen des Patienten oder dem Geburtsdatum, quasi im Punkt der persönlichen Orientierung. Dann frage ich nach in der zeitlichen Orientierung entweder ums Kalendermonat oder das Kalenderjahr. Der Tag ist immer so eine Sache, das weiß ich meistens selber nicht, wenn ich ehrlich Wollte bin. Wollte ich nur sagen, so im Nachtdienst oder so. Das ist also ob jetzt das Hinter oder da irgendwas, aber das Monat oder das Kalenderjahr sind schon sehr gute Anzeichen, ob man da irgendwo daneben ist. Ich finde auch die Jahreszeit gut, ehrlich gesagt. Ich glaube, Jahreszeit ist auch was, aber Jahreszeit sind halt nur 4 Möglichkeiten. Ah, du meinst, da haben 25% richtig. Genau, okay. Genau, das ist, aber eine Frage, also wenn man mehr Zeit hat, frage ich das auch gern. Aber Kalenderjahr schon allein ist relativ gut, das merkt man dann schnell, wenn 1990 entgegenkommt. Solange es nicht 25. Also das heißt, Personzeit ist gefragt in 10 Sekunden. Und Situation und Ort sind noch die zwei anderen Fragen, also wo sind wir gerade, wer bin ich eigentlich, was ist eigentlich gerade los, das merkt man. Meistens hat man das Anamnesegespräch eh schon parallel begonnen, während man die anderen Sachen prüft. Das heißt, die allermeisten dieser Sachen muss man jetzt gar nicht explizit extra prüfen, weil das läuft ja eh schon im Rahmen des Gespräches und da realisiere ich eh schon, ob der Patient mir adäquat erklären kann, was für Beschwerden er hat zum Beispiel. Man versteht da natürlich auch die Situation. Dann ist das Erste quasi im körperlichen, neurologischen Status, dass ich jetzt immer gescheit hin, sonst ist es so. Dass ich den Meningismus prüfe, da reicht es meistens, dass ich einfach aktiv oder den Patienten passiv bitte, den Kopf hinunter zu drehen. Meningismus wäre positiv, wenn quasi ein Schmerz oder eine Steifigkeit im Nacken wäre und er einfach nicht weit kommt und sofort schreit, dass es da hinten wehtut. Mhm. Das ist genauso beim somnolenten, so porösen Patienten relevant. Ich kann mich nur gut an eine präklinische Patientin erinnern, wo das einzige Symptom eigentlich einer Supraumentalblutung war, die aber so eingetrübt war. War ich da zufällig dabei? Psychose, oder? Psychose war die Alarmierung, ja. Nein. Mhm. Wo das eigentlich das einzige klar differenzierbare Symptom der Supraumentalblutung war. Positiver Meningismus lässt uns an zwei Sachen denken. Gesagte Supraumentalblutung, grundsätzlich aber auch in Richtung einer Meningitis. Unterschiedlichste Krankheitsbilder, unterschiedlichste klinische Verläufe, die zu differenzieren ist meistens allein von einer Anamnese kein Problem. Bei älteren Patienten und Patientinnen ist es oft so, dass die Halswirbelsäule sowieso eingeschränkt ist, dass der Meningismus ein bisschen schwieriger, da ist es sinnvoll zu differenzieren, einfach wie quasi die Vorwärtsneigung im Vergleich zur Seitwärtsneigung ist. Das heißt, wenn die jetzt so können und da schon ganz weh haben, ist auffällig, es auffällig, genau, wenn die so machen, ist manchmal genau, so schwierig. Okay. Passt, wenn ich den Meningismus habe, schaue ich einfach grob, wie wir vorher schon angedeutet haben, die Hirnnerven durch. Das heißt, als erstes schaue ich in die Pupillen. Ich habe jetzt kein Licht, beziehungsweise kann ich einfach mein Handy dazu verwenden. Ah, die gute Handymethode, ja. Yes. Ist das medizinproduktemäßig zugelassen? Ich glaube nicht. Oder Apple, wer weiß. also Anisokorie,
Ja-Nein-Pupillenreaktion, Ja-Nein, und im gleichen Moment sehe ich auch, gibt es eine Bulbusdeviation oder stehen die Bulbi in gleicher Stellung zueinander. Als nächstes schaue ich auf den Facialis, das heißt, ich bitte den Martin jetzt einfach die Zähne zusammenzubeißen und zu lächeln. Und da sieht man ganz klar, auch wenn eine minimale Asymmetrie da ist, ja? Nein, ich meine jetzt wirklich ernst, auch wenn man da eine minimale Asymmetrie sich überlegen könnte, man sieht trotzdem, die Motorik ist gleich, da ist kein Unterschied in der Motorik. Mhm. Also die, also, ja, wenn man es gut hat, also ganz, aber die Motorik, also die Kraft ist wirklich dieselbe. Mhm. Anatomisch ist nicht alles symmetrisch, auch wenn, glaube ich, wie macht man das bei Leuten jetzt ganz blöd, ohne Zähne? Was sagt man denn dann? Einfach Lippen zusammenpressen ist eine Option. Dann merkt man auch schon relativ gut die Motorik. Okay. Sie zu lachen zu bringen ist natürlich auch eine Möglichkeit. Oder, okay, oder sie darum zu bitten, je nachdem. Einfach zu lächeln, so quasi. Dieses ganz mit Lächeln haben die gleiche Bewegung, okay, und ja, da sehe ich das auch. Mehr würde ich von Hirnnerven grundsätzlich nicht anschauen. Es gibt natürlich viel mehr Hirnnervenprobleme, die es gibt, aber das ist das, was fokussiert am meisten bringt, präklinisch. Und ich glaube nicht, dass es bringt, das bis ins Letzte zu untersuchen, das ist nur bei dem, wo wir schon vorher drüber gesprochen haben. Sprache sprechen ist was, was man inzwischen, also was als nächstes auf der Liste grundsätzlich steht in der SOB, aber das ist was, was wir währenddessen schon bemerkt haben. Ich weiß, dass der Martin sowohl normal spricht, als auch dass quasi die Wortfindung ganz normal ist, unser Wortverständnis. Das heißt, das ist schon abgehakt, bevor er darüber nachdenken muss. Und dann sind wir schon im peripheren Bereich mit der Sensormotorik der Extremitäten. Und das kann man natürlich genauer oder differenzierter prüfen. Das hängt auch ein bisschen davon ab, in welche Richtung das geht, und hängt dann davon ab, wie wach oder bewusstseinsgetrübt der Patient ist. Wenn es jetzt Richtung eines wachen Patienten geht, wo das eher genauer wissen will, werde ich einmal die Hände nehmen und zusammendrücken lassen und so, dann einfach, genau, einfach fest zusammendrücken. Mhm. Fester, gescheit, danke. Und die Arme auseinanderstrecken, die Finger im Idealfall verspreizt und die Arme einfach so halten lassen. 10 Sekunden ist das, was man grundsätzlich macht das jetzt, sagt. Jetzt ganz ehrlich, macht das, was ist der Unterschied, wenn die meisten Leute, wenn man sagt, halten Sie mal die Hände nach vor, machen es so oder so? Die Motorik, die quasi, man kann es muskulär ein bisschen besser kompensieren grundsätzlich. Deshalb haben wir es gern so. Und was man merkt, wenn einfach nur leichte Paresen da sind, manchmal ist, dass der Patient nicht absinkt, sondern einfach ein bisschen die Hand proniert, weil man einfach mit anderen Muskeln versucht, quasi die relative Schwäche zu kompensieren. Und auch wenn der Patient quasi so proniert, zeigt das einfach, dass eine deutliche Seitendifferenz in der Motorik da ist. Wenn ich schon dabei bin, wenn ich schon bei den Armen bin, werde ich immer auch gleich die Sensibilität dazu prüfen. Das heißt, ich frage den Patienten zum Beispiel, fühlen Sie sich das auf beiden Seiten gleich oder ist es anders? Mhm. Oder wie fühlt sich das an? Ist da ein Unterschied zu merken? Also das ist genau, wo du gerade gesagt hast. Ich sage meistens beides, damit man so ein bisschen dieses Dings, diese Suggestivfrage vermeidet und quasi beide. Ist eh alles gleich, ne? Ja. Okay, verstehe schon. Das gleiche mit den Beinen, das ist jetzt da ein bisschen unpraktisch zu zeigen, aber Beine quasi ein bisschen hochhalten. Ältere Patienten sind oft schwächer, aber es ist wurscht, man merkt es schnell, ob eine Seitendifferenz da ist, quasi ein Bein mehr wie das andere sind. Könnte man da auch einfach, wenn die jetzt flach liegen, dass man einfach ein Bein nimmt und sagt, jetzt halten Sie das mal. Also häufig, mir kommt vor, manchmal schaffen die diese Hochhebbewegung nicht, weil es einfach Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht suboptimal erklärt. Also ich würde sowieso die Beine hochheben, einfach auch, und viel schneller ist, sagen, halten Sie das jetzt so. Beide Beine gleichzeitig. Beide Beine auf einmal machen, weil ich damit viel besser differenzieren kann, ob ein Unterschied besteht. Wenn einmal so, dann liegt der Patient schief oder irgendwie. Okay, oder versteht es beim zweiten Mal halten, besser. Und schauen, ob eins. Und dann merke ich klar einen deutlichen Unterschied. Wichtig ist bei den Beinen, dass die quasi auseinander sind und nicht zueinander, dass ich sie nicht gegenseitig quasi hochhalten kann. Ja, okay. Ist ja logisch. Gleiches auch wie beim Armen, weil ganz kurz auf die Sensibilität gleichzeitig schauen, links und rechts. Mhm. Unterschied oder gleich, und wenn ich schon da unten bin und es noch eine Konsequenz hat, also vor allem, wie wir vorher gesagt haben, bei bewusstseinsgetrübten Patienten, machen wir schnell ein Babinski, den wir eh vorher im ersten Video schon kurz gezeigt haben. Kurze Differenzierung, wenn es jetzt ein bewusstseinsgetrübter oder gar komatöser Patient ist, können wir natürlich einiges dieser Untersuchungen nicht machen, vor allem die Motorik nicht. Und die Sprache. Können, genau, die Sprache können wir nicht differenzieren, da haben wir keine Chance, aber bei der Motorik ist es und Sensibilität ist trotzdem wichtig, dass wir was machen. Und da kann ich einfach sehen, wie reagiert der Patient A, wie bewegt er spontan, wenn er spontan irgendwas bewegt. Mhm, also das ambulante, also poröse Patient vielleicht. Mhm. Und beim so porös komatösen Patient, wie bewegt er Schmerzreiz? Bewegt er da seitengleich, reagiert er seitengleich? Wenn ich fest, egal wo reindrücke, von welcher Seite kommt die Abwehrbewegung, kommt die auf beiden Seiten gleich? Oder hat der Abwehrbewegung nur auf einer Seite und die andere Seite tut gar nichts? Und damit kann ich genauso die Halbseiten. Also du würdest die dann einfach auf deinen Armen quasi irgendwie zwicken, sodass man schon einen Schmerzreiz hätte? Ja, und dann auch nochmal an den Beinen, ne? Genau, einen deutlichen Schmerzreiz.
Arme, Beine würde ich jetzt gar nicht mal dann aber wahrscheinlich dass man merkt, in dieser Situation differenzieren. Aber würde dann noch schauen, Arm, genau, rechten gar nicht, würde oder? Dann noch einen Schmerzreiz setzen, vielleicht einen allgemeinen, um zu sehen, quasi kommt die, ist die Reaktion zeitgleich, jetzt in dem Fall gar nicht so wichtig, reagiert oder nicht, das haben wir immer alles mit GCS abgedeckt, sondern einfach ist die Frage, gibt es eine klare Seitendifferenz? Weil da kommen wir dann ein bisschen später noch dazu, ist das eine ganz wichtige Differenzierung, okay, in welche Richtung es gehen kann. Mhm. Und that's it, das ist jetzt ein bisschen länger erklärt, wie es ist, aber das ist ein Status, den man bei einem kooperativen Patienten in ein, maximal zwei Minuten erledigen kann. Für ja, soll es auch nicht dauern, weil man hat genug andere Sachen zu tun und man will ja nicht ewig Zeit verschwenden, gerade in der Neurologie, wenn es ums Thema potenziellen Schlaganfall geht, ist es kein Stay and Play, sondern eher ein Scoop and Run, das heißt, der Patient soll schnell ins Krankenhaus. Okay, ich glaube, damit haben wir quasi den Teil 2 jetzt besprochen. Wie funktioniert denn dieser Status auch überhaupt in der Realität? Ich finde das praxisnah. Ich muss sagen, dass ich das selber schon versucht habe, mir jetzt so bei den Einsätzen irgendwie so umzusetzen oder auch direkt in der Notaufnahme, dass man weiterkommt und man hat eigentlich das Gefühl, dass die Kollegen der Neurologie das dann eigentlich sogar ein bisschen zu schätzen wissen, wenn man irgendwie denen nicht zu viel erzählt, Sachen, die vielleicht sowieso wieder prüfen müssen und wo sie sich auch denken, ob der da wirklich das, den Reflex erst einschätzen kann, gleichzeitig aber auch nicht einfach nichts machen und sagt, ja, Patient, irgendwie ein bisschen müde. okay, das war Teil 2. Im letzten Teil unserer mittlerweile schon Videoreihe zum Thema der neurologischen Untersuchung oder Prähospital oder notfallmedizinische neurologische Untersuchung geht es jetzt um die speziellen Krankheitsbilder. Also haben wir einen Verdacht und wie geht es dann weiter? Und da freue ich mich schon drauf, weil das ist ja nochmal irgendwie was, wo man, glaube ich, an ein paar Sachen auch nicht immer denkt. Zumindest ich nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis gleich.